Hallo ihr Lieben, heute mal nichts mit Kartenbasteln. Heute habe ich für euch ein super schnelles kleines DIY, was sich ganz fix machen lässt. Und zwar habe ich selber so einen Body Scrub, so ein Peeling-Salz selber gemacht und das geht richtig flink. Aber die Verpackung, die ist halt besonders süß geworden und das kann man eben auch super verwenden, wenn man vielleicht einfach noch eingemachte Marmelade hat. Das sind nämlich Marmeladengläser, die sind von DM. Die gibt es da im Dreierpack. Ich erinnere nicht mehr, was die gekostet haben. Unter 3 Euro drei Stück, glaube ich. 2 Euro irgendwas in der 60 oder so. Und das habe ich hier verziert mit diesem tollen Creative Paper Collection Block von Action. Da sind ja hier so Sechsecke drin. Und ich habe mir noch eine Sechseckstanze dazu genommen und habe das einfach hier mit Papier noch ein Etikett gestanzt. Das waren auch mal Actionstanzen, die hier. Das war das zweitkleinste. Das kleinste hat, also bis auf 1 Millimeter ist das größer als diese Stanzteile aus diesem kleinen Büchlein hier. Und ich habe aber eins größer genommen, dann hatte ich hier so ein bisschen mehr Platz zum Schreiben. So, da habe ich das hier einfach ein bisschen schwarz-weißen Bäckerstwein rumgeknotet. Hier einfach Doppelknoten hin rüberlaufen lassen, mit doppelseitigem Klebeband festgeklebt und fertig war's. Das lässt sich ja beschriften mit was ihr wollt, aber das sieht halt total mit diesem marmorierten total edel aus, fand ich. Und dieses Etikett, das lässt sich dann ja quasi an den Inhalt anpassen. Das ist hier auch einfach irgend so ein buntes Kopierpapier, 80 Gramm, also total billo und dünn. Und, ups, jetzt bin ich hier in die Kamera gekommen, war nicht meine Absicht. Genau. Also, ganz einfache Sache. So, wen jetzt tatsächlich doch nochmal das Rezept interessiert für dieses Body Scrub, da nehmt ihr, also das ist wirklich, da müsst ihr nichts kochen, nichts, also das rührt ihr einfach in einer Schüssel zusammen, die am besten keine Gerüche annimmt. Also Metall oder Glas oder Porzellan, Kunststoff, weiß ich nicht, da tut man nämlich ätherisches Öl rein. So, und dann nimmt man nämlich also hier gehen 230 Milliliter rein und ich habe genommen für ein so ein Glas, also ich mache dann immer gleich mehr, ich habe genommen 200 Gramm Meersalz, 1 bis 2 Esslöffel Pflanzenöl, sagt das Rezept. Da habe ich sonst mal so ein Körperöl genommen. Und da habe ich ehrlich gesagt bei DM nichts so richtig Tolles bekommen. Ich glaube, ich habe mal irgendwann welches von Rossmann gehabt. Da hatte ich jetzt heute aber keine Zeit mehr hinzugehen. Und ich war dann im Reformhaus und habe da so ein Mandelöl bekommen. Das ist auch ganz toll. Also es ja, sollte halt irgendwas sein, was jetzt, wenn ihr das noch irgendwie anders beduften wollt, wie ich hier mit Orange, dann sollte das ein Öl sein, was jetzt von sich aus nicht so großartig noch Eigengeruch hat. Aber es gibt natürlich auch Körperöle, die von sich aus schon total toll riechen. Das kann man dann natürlich gleich nutzen und spart sich dann die ätherischen Öle. So, wer ätherisches Öl nimmt, ich habe ätherisches Orangenöl genommen. Unsere Apotheke um die Ecke, die hat tatsächlich noch so ein bisschen Spinnrad-Produkte. Wer das noch kennt, irgendwie aus grauer Vorzeit gab es doch mal irgendwie von Spinnrad so allerlei Kosmetikbausteine zum selber zusammenrühren und sowas hat bei uns die Apotheke um die Ecke tatsächlich noch. Kriegt ihr sonst garantiert auch im Internet, ist natürlich für jetzt schnell schwierig. Guckt einfach mal, was ihr so findet. Ich weiß nicht, ob so Lampenöle geeignet sind. Ich schätze mal eher nicht, ne? Weil das macht man ja schon auf die Haut und so Lampenöl, da ist, glaube ich, immer irgend so ein Zeichen drauf mit reizend und so. So, dann habe ich ein bisschen Speisefarbe reingerührt. Da könnt ihr wahrscheinlich einfach, wenn ihr irgend so ein Orange habt oder so, also ich habe hier tatsächlich so aprikotfarbene Speisefarbe, das ist vielleicht auch ein bisschen exotisch. Und das Orangene, das sind Schalenstücke von ungespritzter Orange.
habe ich eine ungespritzte Orange gekauft, abgepellt und das Ganze ganz dünn, fein geschnitten und in so winzige Fitzelchen geschnitten. Da kann ich euch vielleicht auch gleich nochmal ein Foto zeigen, wie groß ich das geschnitten habe. Und das habe ich dann bei 60 Grad im Backofen getrocknet. Das dauert nicht lange, wenn ihr das ganz fein schneidet, einfach auf Backpapier auslegen und Tipp, ab und zu mal die Tür aufmachen, dass die Feuchtigkeit entweichen kann. Weil die Dinger sollen ja trocken werden. Ich meine, das Salz, das zieht natürlich auch die Flüssigkeit raus. Blub, ne? Also das wird euch hier drin nicht schimmeln, zumal wenn ihr das schon vorher getrocknet habt. Und ich habe sowas auch schon verschenkt. Das kannst du wirklich ein Jahr stehen lassen oder so. An dieser Orange da drin passiert da nichts. So, das war meine kurze, schnelle Idee. Kurz und knackig. Wie gesagt, entweder vielleicht findet ihr ja dieses Meersalzpeeling toll oder ansonsten die Verpackung. Das kann man eben auch für ganz andere Sachen machen. Da könnte man ja zum Beispiel sogar auch Pralinen reinmachen oder denkt euch was aus. Ihr habt bestimmt selber ganz tolle Ideen. Und ja, dann sage ich lieben Dank fürs Zusehen und bis demnächst. Tschüss!